Buonasera, willkommen bei Dante Lesen. Georg, sehr schön, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Ja, ich freue mich. Und du hast gesagt, heute wird es richtig gruselig. Ja, nachdem im ersten Gesang Dante seinen Führer Vergil getroffen hat, dürfen wir jetzt die beiden auf eine große Jenseitsreise begleiten. Zuerst gilt es aber, die Hölle zu durchschreiten. Muss ich mich fürchten? Ich werde dir erklären, Dante hatte eine genaue Auffassung, wie das Jenseits aussieht. Nämlich? In seiner Auffassung des Kosmos ist Dante noch ein Mann des Mittelalters. Sein Universum ist das alte ptolemäische Universum. Die Erde steht unbeweglich in der Mitte. Der Mond, die Sonne, die Planeten, die Sterne sind jeweils mit einer durchsichtigen Sphäre verbunden und alle Sphären drehen sich in Harmonie miteinander. Zu Dantes Zeit hatte die Kirche Fegefeuer und Hölle noch nicht so ausführlich definiert. Also zwischen dem aktuellen Stand der astronomischen Kenntnisse und der offiziellen kirchlichen Doktrin blieb Dante viel Spielraum für eine gewaltige Konstruktion des Jenseits. Du hast uns Bilder mitgebracht. Ja. Sein Bild der Schöpfung ist vom ersten Unfall im Gottesplan geprägt. Der schönste der Engel, Luzifer, hat sich aus Neid gegen seinen Schöpfer aufgelehnt und wurde mit anderen Engeln auf die Erde gestürzt. Und zwar auf die australische Halbkugel, die damals die obere, die schönere Seite der Welt war. Bei seinem Sturz hat sich das Festland, das für die Menschen vorbestimmt war, aus Ekel vor dem stürzenden Teufel auf die andere Halbkugel zurückgezogen, ist dort aus dem Wasser aufgetaucht und hatte die Kontinente gebildet. Luzifer ist kopfunter bis in die Mitte der Erde gestürzt und auch auf dieser Seite beim Durchprall, die Erde, die ihm entwichen ist, hat quasi einen Tunnel gebildet und hat sich auf die australische Halbkugel zurückgezogen und dort einen hohen Berg gebildet. Das ist der Läuterungsberg. Es ist das einzige Stück Land auf der australischen Halbkugel, die jetzt sonst nur vom Wasser bedeckt ist. Und der Läuterungsberg ist auch der höchste Berg auf Erde. Auf seinem Gipfel befindet sich der Garten Eden, der Eingang zum Paradies. Luzifer steckt also im Zentrum der Erde fest. Sein Oberkörper ragt schon in unserer Hemisphäre heraus. Von seinen Hüften aufwärts erstreckt sich sein Reich, der Höllentrichter. Und dieser reicht bis unterhalb der Erdoberfläche, genau unterhalb Jerusalem. Die Stätte der Passion Christi ist also an den Antipoden des Eingangs zum Paradies. In der Mitte der Achse ist der Teufel. Oben, nahe an der Erdoberfläche, ist der Trichter breit und wird nach unten immer enger. Er besteht aus 9 Hauptkreisen, die nochmal unterteilt sein können. Auch die 9 Höllenkreise, wie die 7 Läuterungsbergterrassen und die 10 Himmelssphären, sind Teil der Schöpfung und vom Ordnungswillen des Schöpfers durchdrängt. Bei der Gliederung der Sünden hat sich Dante an Aristoteles angelehnt, an seine Ethik. Es gibt zunächst die Vorhölle, wo die Unentschlossenen verweilen. Die werden wir heute im Vorbeigehen streifen.
alle anderen Seelen werden von Charon über den Fluss Acheron geschifft und von Minos in einem der Kreise eingeteilt. Der erste Kreis ist der Limbus, wo die ungetauften Seelen und die schuldlosen Nichtchristen untergebracht sind, also auch Vergil. Einzige Strafe, die unerfüllbare Sehnsucht nach Gott. Vom zweiten bis zum fünften Kreis sind die Maßlosen untergebracht. Jezornige, habsüchtige, fressgierige, wollustige. Dort komme ich hin. Ach so, du hast schon reserviert. Im sechsten sind die Heretiker untergebracht, im siebten Kreis, der seinerseits in drei Ringe untergeteilt ist, wird Gewalt gegen den Nächsten, gegen sich selbst und gegen Gott bestraft. Der achte Kreis ist ein Amphitheater mit 10 konzentrischen Gräben, die diversen Formen von Betrug gewidmet sind. Verführer, Schmeichler, Postenschacher, Wahrsager, Gauner, Heuchler, Diebe, unlautere Ratgeber, Zwietrachtstifter und Fälscher. Gott, eine nette Gesellschaft, la crème de la crème. Man kann sie sich schon richtig gut vorstellen. Und da sind nur die Sünden genannt. Du wirst sehen, wenn wir die einzelnen Sünder auch kennenlernen. Es geht bis in die tiefsten Abgründen des Menschen hinunter, um dann über die herzlichsten Gefühle der Freundschaft bis zu den höchsten Regungen der menschlichen Seele zu gelangen und sogar darüber hinaus. Und Dantes Sprache wandelt sich mit. Das ist schön. Der neunte Kreis ist in drei Abstufungen Verrätern reserviert. Hier in der Tiefe der Hölle ist nicht Feuer, sondern Eis. Und weißt du, Georg, womit das Eis, die Dicke des Eises verglichen wird? Nein, womit? Non fece al corso suo si grosso velo al verno la danoia in Osterlicki. Osterlicki. In ihrem Lauf ist nicht so dicht bezogen zur Winterzeit in Österreich die Donau. Oh, die Donau in Österreich an prominenter Stelle. Und im tiefsten Punkt bis zu den Hüften im Eis kaut der dreiköpfige Luzifer aus drei Mündern die Urverräter Brutus, Cassius und Judas. Am Ende des Abstiegs in die Hölle steigen Dante und Vergil den unterirdischen Gang, der sich beim Sturz des Luzifers gebildet hat, wieder hinauf bis zum Strand des Läuterungsbergs. Hier erwarten sie eine weitere, wenn auch angenehmere Besteigung und dann ein richtiger Höhenflug. Aber wir müssen zuerst in die Hölle hinabsteigen. Das machen wir gleich. Die göttliche Komödie Hölle Gesang 3. Giorgio, was haben wir im zweiten Gesang eigentlich ausgelassen? Im zweiten Gesang wird klar, wie Dante in der göttlichen Komödie ein altes Versprechen einlöst. Gegen Ende der Vita Nuova hat er Beatrice zunehmend wie eine Heilige verherrlicht und zum Abschluss heilig versprochen, Io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. Einmal über sie so zu sprechen, wie bisher noch nie über eine Frau gesprochen wurde. Genau. Im zweiten Gesang erscheint Beatrice mit den Umgangsformen des Dolce Stil Novo und mit dem Licht des Paradies in den Augen. Virgilio erklärt, wie er zum Rettungsauftrag gekommen ist. Das ist der Vers 52 im zweiten Gesang.
Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella. Ich war bei denen, deren Los in Schweben, da rief mich eine Frau so schön und selig, dass ich sie bitten musste zu befehlen. Mehr als ein Stern war ihre Augen leuchten, und sie begann so süß und leis zu sprechen, mit Engelsstimme in der eigenen Sprache. Die schöne Frau bittet Vergil, Dante zu helfen, und stellt sich vor. I son Beatrice, che ti faccio andare, vegno dal loco ove tornar disio, amor mi mosse, che mi fa parlare. Ich bin Beatrice, die dich zu ihm sendet. Ich komm von dort, wohin ich gerne kehre. Die Liebe trieb mich, dass ich reden musste. Im Himmel, erklärt Beatrice, hat die Gottesmutter Dante in Bedrängnis gesehen. Sie hat dann Lucia seine Rettung ans Herz gelegt, die wiederum Beatrice mit diesen Worten animiert hat, Dante zu helfen. Che non soccorri quei che t'amò tanto. Die Brücke zwischen der früheren Liebesdichtung und dem neuen großen Werk ist somit geschlagen. Eine zweifache wechselseitige Liebeserklärung besiegelt sie. Beatrice darf jetzt dann ihre neue Rolle übernehmen als die Frau, die von Dante geliebt wurde, und als Spiegel des Licht Gottes darf sie Dante durch den Himmel auf seinen Flug nach oben begleiten. Tja, und jetzt nach so viel himmlischem Licht werden wir die Finsternis der Hölle erst richtig spüren. Ja. Dante Alighieri, die göttliche Komödie Hölle, Gesang 3. Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Durch mich geht man zu dem verlorenen Volke. Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer. Geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, die höchste Weisheit und die erste Liebe. Vor mir ist kein geschaffen Ding gewesen, nur Ewiges, und ich muss ewig dauern. Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten. Dieser Spruch ist sehr bekannt. Ja, auf wie vielen italienischen Schultüren diese Verse schon hingekritzelt wurden, das weiß niemand mehr. Und das berühmte Lasst jede Hoffnung fahren hat sich auch im deutschen Sprachgebrauch festgesetzt. Ja, eigentlich schon. Solche sprechende Inschriften in der Ich-Form waren schon in der Antike zu finden, und im Mittelalter waren sie auf Stadttoren üblich. Hier aber am Höllentor behalten sie heute noch ihre schreckliche Kraft. Diese dreifache Wiederholung, per me, durch mich, mhm, durch mich. Und der Satzrhythmus wirken wie ein Trommelwirbel, meint der Dante-Übersetzer Hartmut Köhler. Das erste markante Stichwort ist hier Schmerz. Der ewige Schmerz der für immer verlorenen Seelen, die hier hereinkommen. Den Entwurf seiner Unterwelt hat Dante zum Teil
aus Vergil übernommen. Im sechsten Buch der Aeneis wird Aeneas von der Sibylle durch die Unterwelt begleitet. Herrscht allerdings in der klassischen Unterwelt eher so etwas wie eine diffuse Melancholie, ist in Dantes mittelalterlicher Hölle der schreiende Schmerz tonangebend. George, und was hat die erste Liebe mit der Hölle zu tun? Hier steht, geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, die höchste Weisheit und die erste Liebe. Ja, auch die Hölle ist ein Teil der Schöpfung, ist ein Werk Gottes, eigentlich von der gesamten Dreifaltigkeit. Die Allmacht ist klar Gott, die höchste Weisheit der Sohn, die erste Liebe der Heilige Geist. Die Hölle wurde als Folge der Rebellion Luzifers ganz bald in der Schöpfung geschaffen, mit den anderen ewigen Dingen wie die Engel, der Himmel, die Ursubstanz. Die ewige Dauer und das Fehlen jeglicher Hoffnung sind die härteste Strafe für die Verdammten. Die Worte sah ich dort in dunkler Farbe zu Häupten eines Tores angeschrieben und sprach: Mein Meister, hart ist die Bedeutung. Und er zu mir wie einer, der behutsam: Hier muss man jeden Argwohn von sich lassen und jede Feigheit muss des Todes sterben. Wir sind zum Ort gekommen, wo ich sagte, dass du die schmerzenvollen Leute findest, die der Erkenntnis gut verloren haben. Dann hat er seine Hand gelegt in meine, mit froher Miene. Dies war mir zum Troste und führte mich zu den geheimen Dingen. Wo es heißt, mein Meister, hart ist die Bedeutung, damit ist gemeint, der Sinn dieser Worte trifft mich hart. Und wo es heißt, dass die Verdammten der Erkenntnis gut verloren haben, da ist gemeint, dass sie einfach die Perspektive, Gott zu sehen, verloren haben. Aber Georg, schön finde ich, wie Vergil Dante bei der Hand nimmt und ihm Mut macht. Ja, also auch wir als Dantes Begleitung können hoffen, dass uns Vergil mitnimmt und dass wir glücklich wieder herauskommen. Wir dürfen die Hoffnung behalten. Dort hörte ich Seufzer, Klagen, Wehrufe in einer sternenlosen Nacht ertönen, weshalb ich erst in Tränen ausgebrochen. Verschiedene Sprachen, wilde Schreckenslaute, Worte des Schmerzes und Geschrei des Zornes, schrille und heißere Stimmen, Hände schlagen, vollführten ein Getümmel, das ohne Ende in diesen zeitlos trüben Lüften kreiset, wie Sand, gejagt in einem Wirbelsturme. Der erste Eindruck ist ein akustischer, weil wie in einer sternenlosen Nacht das Licht fehlt. Und gleich überträgt sich der Schmerz des Ortes auf den Betrachter. Und auch die folgenden Verse sind sehr bekannt. Alle Sprachen der Welt vermischen sich, bis die Laute zu Sandkörner werden, die der Wind verweht. Und ich, dem schon das Haupt umwand das Grauen, sprach: Meister, was ist das, was ich dort höre? Was für ein Volk von Schmerzen überwältigt? Und er zu mir: Solch elend Leben müssen die trüben Seelen jener Menschen führen, die ohn Lob und ohn Schande lebten. Vermischt sind sie mit jenem bösen Chore der Engel,
die einst wieder abgefallen von Gott, noch ihm getreu allein gestanden. Der Himmel will sich nicht mit ihnen schänden, und auch die tiefe Hölle schließt sich ihnen, damit die Sünder sich nicht rühmen können. Und ich, mein Meister, sag mir, was ist ihnen so hart, dass sie so heftig klagen müssen? Er gab zur Antwort, kurz will ich berichten. Sie haben keine Hoffnung, je zu sterben, und also niedrig ist ihr blindes Leben, dass sie ein jedes andere Los beneiden. Die Erde lässt von ihnen keine Spuren, von Recht und Mitleid werden sie verachtet. Sprich nicht von ihnen, schau und geh vorüber. Dante verachtet die Feigheit der Unentschlossenen, die sich weder für das Gute noch für das Böse entscheiden können, weil sie Verweigerer der Willensfreiheit sind. Das Liberum Arbitrium, der freie Wille, ist für Dante das entscheidende Prinzip bei der Einschätzung eines Menschen. Die Verdammten in der Hölle sind hier, weil sie sich eigenständig für etwas Böses entschlossen haben. Die anderen, die sich für das Gute entscheiden konnten, verdienen das Paradies. Der freie Wille machte den Menschen zum Ebenbild Gottes und machte sein Leben lebenswert. Wie wir weiter unten sehen werden, diejenigen, die das nicht geschafft haben, sich frei für etwas Gutes zu entscheiden, sind Menschen, die nie gelebt haben. Und sprich nicht von ihnen, schau und geh vorüber, das kennt man auch. Non ragioniamo di lor, ma guarda e passa, natürlich. Ja. Oder hier gibt es auch das andere, senza infamia e senza lodo, also senza infamia e senza lode, ohne Lob und Tadel. Das sind heute im italienischen Sprachgebrauch die richtigen Sprichwörter. Das ist ein bisschen wie bei den deutschen Giganten der Literatur, wie bei Schiller, der Wilhelm Tell, wo auf jeder zweiten Seite ist ein Spruch, den die ganze Welt kennt. Ja. Die Pappenheimer und so. Bleib bei deinen Leisten und all diese, ja, die ganzen Sprichwörter. Ja, und in der göttlichen Komödie ist es genauso. In jedem Gesang gibt es mindestens 4, 5 solche Sätze, die heute noch wir alle in den Mund nehmen. Ja. Und als ich um mich schaut, sah ich ein Zeichen mit solcher Schnelligkeit im Kreise laufen, dass jede Ruhe ihm versagt sein musste. Und hinter ihm sah ich so große Scharen von Leuten, dass ich niemals glauben mochte, dass jedem Tod so viele schon verfallen. Und als ich manchen dort erkennen konnte, sah und erkannte ich den Schatten dessen, der feig die große Weigerung begangen. Alsbald verstand ich und war dessen sicher, dass dies die Reihen jener Schlechten waren, die Gott und seinen Feinden auch missfallen. Die Elenden, die niemals lebend waren, erschienen nackt und wurden ganz zerstochen von Mücken und von Wespen, die dort waren. Sie ließen Blut auf den Gesichtern rieseln, mit Tränen untermischt, bis zu den Füßen, wo es getrunken ward von eklen Würmern. Wow! Hier begegnen wir zum ersten Mal den Strafen in Dantes Hölle. Sie folgen dem Prinzip des Contrapassum, das im Mittelalter üblich war. Leid wird mit gleichem Leid vergolten. Bei Dante ist diese Form noch raffinierter.
haben diese Feigen im Leben sich nie hinter die Fahne einer Causa gestellt, so müssen sie hier in aller Ewigkeit einer nachlaufen. Haben sie nie eine Regung gezeigt, so werden sie hier für immer angestochen, und zwar von unscheinbaren Tieren wie Fliegen, Wespen, Würmer. Das ist aber grausam, nicht, mit dem rinnenden Blut? Ja, da musst du dich auf was gefasst machen, Georg, wenn wir weiter hinuntersteigen in die Hölle. Es wird ärger. So raffinierter die Vergeltung in moralischer und in intellektueller Hinsicht ist, so kann sie auch sehr abstoßend sein in der realistischen Beschreibung von Dante. Diesbezüglich ist er schon noch ein Mann des Mittelalters. Spannend ist auch die Figur, die Dante hier erkennt. Sah und erkannte ich den Schatten dessen, der feig die große Weigerung begangen. Es handelt sich fast sicher um Papst Zölestin den V., der 1294, also für Dantes aktuelles Geschehen, als Benediktinermönch auf den Heiligen Stuhl quasi gedrängt wurde und wenige Monate später sein Amt niederlegte. Das ist die große Weigerung, die erwähnt wird. Dante wertet diese Geste so negativ, weil der Nachfolger von Zölestin Boniface der VIII. War, also Dantes Erzfeind, dem er im Grunde sein Exilleben verdankt. Aber ein Papst in der Hölle, das ist allerhand. Ja, Georg, das ist nur der erste, den wir hier antreffen. Einige anderen werden wir einige Kreise tiefer antreffen, mit dem Kopf in die Erde gesteckt, die noch nach Gold scharren, wie sie es im Leben getan haben, laut Dante. Und als ich weiter in die Ferne schaute, da sah ich Volk am Ufer eines Stromes und sprach: Mein Meister, nun sei mir gestattet zu wissen, wer Sie sind und welche Sitte Sie so bereit zur Überfahrt lässt scheinen, wie ich erkenne bei dem schwachen Lichte. Und er zu mir: Dies sollst du bald erfahren, wenn unserem Gange Halt gebieten werden des Todesflusses traurige Gestade. Da schlug ich meine Augen schamvoll nieder. Dass nicht mein Reden ihm beschwerlich werde, ging ich nun schweigend bis zum Fluss hinüber. Der Strom ist der Fluss Acheron, der mit den anderen drei Flüssen Phlegeton, Styx und Cocytus die Geografie der Hölle mitprägt. Alle drei kamen schon auch bei Vergil und Homer vor. Vor Dante mussten auch Aeneas und Odysseus diesen Fluss überqueren. Dante integrierte Landschaftselemente und Figuren aus der klassischen Mythologie in seine christliche, mittelalterliche Hölle macht aus ihnen quasi Werkzeuge der Gerechtigkeit Gottes, des christlichen Gottes, und verwandelt sie oft so zu einer Art Teufeln. Charon hier ist im Vergleich noch einer, der eher menschliche Züge behält. Und siehe, zu uns kam auf einem Schiffe ein Greis mit den vom Alter weißen Haaren und rief zu uns: Weh euch, ihr schlechten Seelen! Hofft nicht, dass jemals ihr den Himmel seht!
Ich will euch an das andere Ufer führen, in ewige Finsternis, in Frost und Hitze. Und du, die du dort stehst, lebendige Seele, heb dich hinweg von denen, die gestorben. Doch als er sah, dass ich mich nicht entfernte, sprach er: Auf anderem Wege, durch andere Häfen, kommst du zum Strand, nicht hier mit diesem Kahne. Ein leichteres Schifflein wird dich tragen müssen. Da sprach zu ihm der Führer: Ruhig, Charon. So will man es dort oben, wo das Können dem Wollen folgt. Mehr sollst du jetzt nicht fragen. Dann ruhten wieder die behaarten Wangen des Fährmanns auf dem fahlen Sumpfgewässer, der um die Augen Flammenräder hatte. Die Seelen dort, die nackt und müde waren, entfärbten sich und schlugen mit den Zähnen, sobald sie seine rauen Worte hörten. Sie fluchten Gott und ihren Anverwandten, der ganzen Menschheit, Ort und Zeit und Samen, aus denen sie gekommen und geboren. Dann zogen sich allesamt zusammen mit heftigem Weinen an das böse Ufer, das jeden aufnimmt, der Gott nicht gefürchtet. Charon, der Geist mit seinen Feueraugen, hat sie mit einem Zeichen all versammelt, schlägt mit dem Ruder jeden, der noch zögert. Wie sich im Herbste alle Blätter lösen, eins um das andere, bis die ganzen Zweige der Erde ihre Kleider wiedergeben, so taten dort die bösen Adamskinder. Sie stürzten sich vom Ufer nacheinander auf Zeichen, wie der Vogel auf den Lockruf. Dann ziehen sie weiter auf den dunklen Wogen, und ehe sie drüben an das Land gestiegen, ist hier schon eine neue Schar versammelt. Du hast es schon gelesen, Georg. Nach dem lauen Nichtsagenden von vorher haben wir hier Dramatik pur. Er ist schon stark und furchtbar, der Charon. Interessant ist vielleicht, dass Dante immer wieder als Lebender auffällt zwischen den anderen Seelen. Hier aber meint Charon mit lebendiger Seele wahrscheinlich eine nicht verdammte Seele, die woanders hin bestimmt ist. Diese anderen Seelen trafen sich üblicherweise woanders, und zwar an der Tibermündung, und wurden auf einem leichteren Boot von einem Engel bis zum Strand des Läuterungsbergs gebracht. Und noch etwas finde ich spannend, Georg. Diese Verse: So will man es dort oben, wo das Können dem Wollen folgt, mehr sollst du jetzt nicht fragen. Vuol si così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Das ist in Italien auch so wie ein beliebter Spruch, gilt überall, wo es Vorgesetzte gibt. Wo das Können dem Wollen folgt. Ja. Ja. Verstehe ich. Weiter geht's. Mein Sohn, sprach da zu mir der gütige Meister, all die, die in dem Zorne Gottes sterben, die kommen hier zuhauf aus allen Ländern und sind bereit, den Fluss zu überschreiten. So sehr sind sie von Gottes Recht getrieben, dass ihre Furcht in Sehnsucht sich verwandelt. Hierher kommt niemals eine gute Seele. Drum, wenn sich Charon über dich beklagte, so weißt du nun, was das bedeuten sollte. Nach diesen Worten hat der dunkle Boden so sehr gebebt, dass sich von diesem Schrecken der Geist noch heute mir im Schweiße badet.
Ein Wind kam aus der tränenreichen Erde. Es blitzte so mit einem roten Lichte, dass all mein Fühlen überwältigt wurde. Es endet mit Special Effect. Ja, Erdbeben sind immer Zeichen des Eingriffs Gottes in die Geschichte. Zumal ist es Karfreitag, es könnte auch das Erdbeben beim Tod Jesu sein. Die Ohnmacht ist auch ein Zeichen der Grenze, der menschlichen Grenze, des menschlich Zumutbaren in der Unterwelt. Ja, wir hoffen, dass es unserem Publikum nicht so gegangen ist, dass es noch ertragbar war. Im Rahmen des Ertragbaren verabschieden uns hier bis zum nächsten Mal, freuen uns aber zuerst auf die Lesung der Dante-Originalverse durch Max Merana. Ich darf auch als Nachspiel empfehlen, Georg Clementis vollständige Lesung auf Deutsch, also nicht von mir ständig unterbrochen, als Hördatei auf der Webseite der Società Dante Alighieri neben dem Streaming nachzuhören. Arrivederci, wir freuen uns auf Max Merana. Canto terzo. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siam venuti al loco, o vi t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose c'hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, con lieto volto ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Quivi sospiri, pianti, alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di man con elle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, ch'avea d'orror la testa cinta, dissi, «Maestro, che è quel chiodo? E che gent'è che par nel duol si vinta?» Ed egli a me, «Questo misero modo tegno l'anime triste di color che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio». Ma per sé foro, caccian li ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. E io, maestro, che è tanto greve a lor che lamentarli fa sì forte, rispuose, dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte. E la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa. Misericordia e giustizia li sdegna, non ragionian di lor, ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi una insegna che girando correva, tanto ratta, che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente
chi non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta? Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici sui. Questi sciagurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lagrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi ch'a riguardar oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, perch'io dissi: maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte come discerno per lo fioco lume. Ed egli a me: le cose ti fier conte quando noi fermerem li nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo no il mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco, verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo! I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo! E tu, che sei costì anima viva, partiti da cotesti che son morti! Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare! Più lieve legno convien che ti porti! E il duca a lui: caron, non ti crucciare! Vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole più non dimandare! Quinci fuor quete le lanose gote, al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, che eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude, bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una appresso dell'altra, finché il ramo rende alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo, gittansi di quel lito ad una per cenni, come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uom qui sonno piglia.